Sony Computer Entertainment. Super Massive Games. Until Dawn. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Annie Klein, die die Untersuchung geleitet hat. Danke für die Einladung. Den Ermittlungsstand für Hannah und Beth Washington, den noch immer vermissten Zwilling. Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington-Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm. Verbrechen gab es? Nein, offiziell nicht. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein. Etwas an diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen. Mehr als Sie ahnen, Marty. Danke, dass Sie hier waren. Gefühl gilt der Familie Washington und ihrem Sohn Josh heute, am Jahrestag des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Und hallo, Freunde und Fans. Okay, und gleich von vorn. Okay. Na, hallo, Freunde und Fans. Es ist mega abgefahren, dass ihr dieses Jahr alle wieder hier seid. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Also, ich will nur ganz kurz das ansprechen, was alle im Hinterkopf haben. Ihr wisst schon. Ich weiß, ihr macht euch sicher alle Sorgen um mich. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen. Nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Aber ihr sollt alle wissen, ich meine, es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Und ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern und, naja. Okay, also, diese Party wird absolut abgefahren, verstanden? Das Ganze hier wird ein Trip, den wir nie mehr vergessen, okay? Yeah! Memento Mori. 10 Stunden bis zum Morgen.
folgt uns da immer? Wir spielen Sam, Hannahs beste Freundin. Sie ist gewissenhaft, umsichtig und abenteuerlustig. Und sie trägt einen roten Schal. Hallo? Ist jemand hier? Sam, Weg zur Seilbahnstation, 21.02 Uhr. Wir sind also auf dem Weg zur Seilbahnstation im Blackwood Pines Wald, soweit ich das jetzt gesehen habe. Zumindest stand hier Blackwood Pines. Könnte aber auch das Anwesen sein, in das wir gehen möchten. Du kannst den rechten Stick benutzen, um die Kamera zu bewegen. Ja, das war doch schon in der Vorgeschichte so. Das, was wir gerade eben gespielt haben, oder in der letzten Folge, je nachdem, wie ich es geschnitten habe, war dann sozusagen die Vorgeschichte. Und jetzt fängt das Spiel richtig an. Mit den 8 Freunden, die sich hier am Jahrestag treffen. Ich muss ehrlich sagen, Jahrestag ist ja schon eine sehr schlechte Idee. Das Tor ist kaputt. Klettere rüber, Chris. Ja, Jahrestag ist schon eine schlechte Idee. Und jetzt, wenn das so anfängt, dass schon das Tor kaputt ist. Ja, viel Spaß. So, dann wollen wir mal. Ich würde sagen, wir gehen auf sicher. Denn noch haben wir Zeit. Auch wenn uns ein Etwas verfolgt. Aber das weiß sie ja noch nicht. Klettern. Ich wechsle immer die Sticks, das ist ein bisschen dumm. Hoffentlich wird das besser. Ansonsten sind hier alle dem Tode geweiht. Ich glaube auch, dass die Entscheidungen, die ich treffen werde, einfach alle falsch sind. Am Ende wird vielleicht 1 bis 2 Leute werden hier noch überleben und die anderen sind alle... Oh, hey, kleines Kerlchen. Hast du Hunger? Hä? Huh? Oh, verdammt. Ups. Hey, ist okay. Gut so, komm her. Okay. Echt süß. So funktioniert das auch. Die anderen sind alle wahrscheinlich krepiert, einfach weil ich die Entscheidungen so verkacke, weil ich es gut meine. Ich will die einfach alle nicht sterben lassen und trotzdem werden die dann alle aus Versehen abkrepieren, weil ich einfach, ja, weil ich es gut gemeint habe. So, wir sind hier auf dem eisigen Weg. Ich finde, das Spiel ist extrem gut gemacht von der Grafik her, finde ich extrem umwerfend. Hier haben wir was. Cool. Naturvölker und Schmetterlingsprophezeiungen. Stämme, die einst in diesen Bergen lebten, glaubten, Schmetterlinge brächten Träume und Prophezeiungen einer möglichen Zukunft. Die Farbe des Schmetterlings symbolisierte die Art der Prophezeiung. Tod. Schwarze Schmetterlinge sagten den Tod des Träumenden voraus. Gefahr. Rote Schmetterlinge warnten vor einer Gefahr. Verlust. Braune Schmetterlinge sagten Tragödien voraus, die Freunde betreffen sollten. Führung. Gelbe Schmetterlinge brachten helfende und wegweisende Visionen. Glück. Weiße Schmetterlinge brachten Träume von Segen und Glück. Wir haben ja also Tod, Gefahr, Verlust und Führung und Glück. 3 gegen 2, also 3 schlechte gegen 2 gute. Finde ich tatsächlich nicht so gut. Und hier haben wir ein gelbes. War das andere, was wir als erstes gefunden haben, denn schwarz? Während du dich umsiehst, kannst du Todesimpakte entdecken. Konnte ich jetzt leider nicht weiterlesen, ist aber auch gar nicht schlimm. Ist ja eigentlich nur mehr oder weniger Tutorial-lastig. Dann haben wir einen Vogel und dort stand jemand. Gilt als Führungstotem. Ja, jetzt haben wir auch ein neues Ereignis der Vergangenheit. Schauen wir uns das mal an. Und wurden wahnsinnig. Ah ja, sagt ja auf jeden Fall schon sehr viel aus. Gut. Dieses Führungstotem, also das Todestotem betrifft ja immer jemand Einzelnen. Ist das bei dem Führungstotem genauso oder kann das jeden betreffen?
wie das Todestotem sagt das ja immer unseren Tod voraus, aber das Führungstotem, muss das unbedingt was mit uns zu tun haben? Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, weil es könnte ja auch Chris? Das von jemand anderem sein. Bist du hier? Hier muss der gute Chris irgendwo sein. Oder er ist verschwunden. Ich wette, der versteckt sich hier nur irgendwo. Da leuchtet was, hier leuchtet aber auch was. Wir gucken uns alles an. Dein Rucksack ist hier, wo bist du? Du steckst nicht da drin, oder? Hallo, was haben wir denn hier? Tasche schließen oder herumschnüffeln? Also wenn wir jetzt herumschnüffeln, werden wir zu 100% erwischt. Das ist in jedem Film, Spiel, egal wo, ist das so. Aber ich würde sagen, einfach mal um risikobereit zu sein. Ich hoffe einfach mal, dass es nicht so große Auswirkungen hat, wenn wir jetzt hier herumschnüffeln. Hat eine Auswirkung offensichtlich. Aha. Sieh an, wer da ist. Ashley. Hey, Schnüffler. Chris. Chris ist verknallt in Ashley. Er ist beschützerisch, humorvoll und methodisch. Erschreck mich nicht. I'm sorry. Bist du meine Sekretärin? Es hat vibriert. Cool, dann danke fürs Bescheid sagen. Ich übernehme jetzt. Oh, also. Ich hab da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. Oh, krass. Gut, das muss heißen, wir haben jetzt... Können wir das auch in unserem Profil einsehen? Wir sind jetzt übrigens Sam. Wir sind hilfsbereit und tapfer und auch neugierig. Ach so, und das heißt, Ehrlichkeit und, also dieser Strich sagt unsere Ausgangswerte und das, was blau ist, unsere jetzigen. Das heißt, wir sind jetzt etwas weniger ehrlich geworden, dafür neugieriger. Und die Beziehung zu Chris ist etwas weniger geworden, aber besonders gute Freunde scheint das alles nicht zu sein. Josh und Matt und Ashley sind höher, Emily auch, aber zu den Jungs haben wir noch nicht so viel zu sagen. Also das ist irgendwie alles gleich sozusagen. Und, gut. Ansonsten, wir müssen doch jetzt den neuen Schmetterlingseffekt haben, oder? Ja, genau. Geht dich nichts an. Sam hat Chris erhaltene Nachricht gelesen. Chris war beleidigt wegen Sams Taktlosigkeit. Okay. Mal sehen, was das für Auswirkungen haben wird. Ich hoffe nicht allzu schlechte. Nicht, dass das hier wirklich wegen so einer kleinen Entscheidung jemand sterben könnte. Wäre nicht gut. Hinweis entdeckt. Steckbrief. Gesucht. Milcran Victor, Geschlecht männlich, Größe 1,88. Letzte bekannte Adresse, Blackwood Pines. Zuletzt gesehen am 16.03.1998. Gesucht in Verbindung mit vorsätzlicher Brandstiftung. Ersten Grades sowie mehreren Morddrohungen. Könnte das vielleicht der Mann sein, der uns verfolgt? Weil der hat ja auch immer irgendwas mit Flammen im Gebüsch. Jeder mit Informationen über diesen gefährlichen Kriminellen sollte schnellstmöglich die Polizei kontaktieren. Berittene Polizei der Provinz Blackwood Pines. Ach nee, Blackwood, nicht Pines. Police Monte Provincial der Blackwood. July oder Juli 1998. Okay, jemand wollte offensichtlich nicht, dass jemand diesen Steckbrief sieht, aber warum hat man den denn nicht ganz aufgerissen? Das ist ja... Ja, sammle Hinweise. Also das ist unser erster Hinweis. Den können wir bestimmt auch im Menü ansehen. Ja, hier, Steckbrief. Ah, und da könnten wir ihn nochmal lesen. Fundort unter Seilbahnstation. Ein zerfetzter Steckbrief für einen Flüchtling in den Bergen von 1998. Jemand wollte wohl nicht, dass man ihn sieht. Oder dass jemand ihn sieht. Ja, habe ich auch gerade gesagt, aber warum reißt man denn ja nicht ganz ab und lässt den halb hängen? Ist doch viel klüger. Gut, der Chris möchte offensichtlich was von uns. Ziemlich krass, oder? Ja. Komm schon, das sind coole Babys. Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja. Er hält sich für einen Großwildjäger oder so. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, Großer. Okay. Chris, Seilbahnstation, 21.11 Uhr. Los geht's, sagt der gute Mann.
Aha, okay, das heißt, drücke er... Alles klar. Und wir haben auch hier nur begrenzte Zeit. Aber ich denke, das sollte... Wenn es so einfach bleibt, dann sollte es gehen. Wow, guter Schuss, Sheriff. Okay, ich bin böse. Ich bin böse. Immer so reist und behaupte, das war Anfängerglück vom Feind. Na, das glaube ich nicht, Kleine. Okay, das da hinten ist, glaube ich, beeindruckender. Naja, jedes Baby kann eine so große Flasche auf die kurze Entfernung treffen. Nein. Das Eichhörnchen schieße ich nicht ab. Das mache ich nicht. Und ich glaube, sie würde das auch nicht so gut finden. Also, den Sack da hinten. Nicht schlecht. Ich hab dich erwischt. Hey, Scharfschütze, die Bahn kommt. Warte, ich hab jetzt den Dreh raus. Komm schon, Chris, die Seilbahn. Es gab eine Schmetterlingseffekt-Aktualisierung, allerdings weiß ich gerade gar nicht, was es denn mit der Nachricht von Ashley zu tun hat, beziehungsweise mit unserer Neugier. Den Steckbrief können wir auch mit Chris anschauen. Mann, das ist echt ein komisches Gefühl, nach einem Jahr wieder hier zu sein. Ja, echt jetzt. In dem Moment, als ich ankam, kam sofort alles wieder hoch. Ein Jahr ist kurz. Aber was anderes passiert da auch nicht. Das ist ja merkwürdig. Die gute Sam möchte jetzt also, dass wir zur Seilbahnstation gehen. Weil die Seilbahn offensichtlich gekommen ist. Habe ich nichts von gesehen. Hey, das ist schräg. Abgeschlossen. Ja, Josh wollte, dass wir abschließen. Wegen der Leute. Was wollte er? Welche Leute? Keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig. Aha. Leute, könnte das vielleicht der mysteriöse Verfolger sein? Vielleicht dreht sich ja hier alles so ein bisschen um ihn. Ein wahrer Gentleman. Oh, das sieht hier so geil aus, muss ich ehrlich sagen. Extrem gut gemacht. Ich dachte, die Bahn wäre schon näher. Das heißt wohl warten. Langsam kapiere ich, warum es den Schießstand als Zeitvertreib gibt. Wie lange dauert das noch? Ist ein großer Berg. Ja. Tagsüber ist er so schön, aber nachts wirkt er echt bedrohlich. Wie ein schlafender Riese. Wann kommt das Buch raus? Was? Dein Poesieband. Der schlafende Riese vom Blackwood Forest. Ach, lass das. Sieht auf jeden Fall schön aus, wie die Seilbahn hier vorkommt. So, ich würde sagen, wir gucken erstmal, bevor wir da reingehen, noch hier rein. Vielleicht ist da ja noch eine wichtige Information. Hier haben wir auf jeden Fall... Wer baut denn auch da oben ein Haus? Wie reich man ist? Blackwood Park. Ihnen gehört bloß ein Berg. Hotel und Sanatorium für einen gesunden Körper und Geist. Es ist das... Die Hütte... Nee, die Hütte ist nicht das... Nein, das kann nicht sein. Die Hütte ist ja die Ski-Lodge von den Washingtons. Also von Josh jetzt mehr oder weniger. Oder von den beiden Mädchen, die jetzt gestorben sind. Je nachdem, wie man das möchte. Hier haben wir noch was. Hä? Das ist doch die Hütte, wo wir gerade drin sind. Das Gebäude. Also hat das jemand auf jeden Fall... Filmt das jemand? Ah ja. Interessant. Haben wir hier hinten noch was? Nein. Also man wird hier sozusagen rundum beobachtet. Aber ansonsten gibt es hier nichts mehr. Außer der Seilbahn, die vielleicht gleich da ist. Ja. Endlich, kommst du? Tja, naja, ich wollte eigentlich für ein Nickerchen hier bleiben, aber... Okay. Ja, ich würde bloß gern gucken, ob hier hinten sich vielleicht noch irgendwas... Nein, das sieht nicht so aus. Wie gesagt, ich möchte hier so viel wie möglich mitnehmen. Aber ich würde sagen, hier ist nichts mehr und wir steigen mal in die Seilbahn. Ist wie beim Abschlussball. Und los geht's! Ja, auf ins Abenteuer! Ich hoffe, wir tun das Richtige.
Was? Ja, dass wir uns alle zum Jahrestag wieder hier treffen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut, gut. Er ist schwer einzuschätzen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Nein, nein. Es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Alles klar. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Nein. Okay. Dritte Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorn. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Okay, und? Und ich musste nach hinten. Und? Und neben Josh, als Banknachbarn. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Vorbestimmt vom Schicksal. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat? Ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten. Boom. Schmetterlingseffekt. Interessant, dass er das hier nochmal erwähnt. Was für ein Zufall. Und da kommt die Seilbahn an. Jess, Mikes neue Freundin. Sie ist selbstsicher, gutgläubig, respektlos und hat ein kleines Pferdegrinsen. Aber nur ein bisschen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jessica, neue Leute. Obere Seilbahnstation, 21.17 Uhr. Ja, sie möchte die neuen Leute begrüßen. Wie sieht's denn mit ihrem Status aus? Das habe ich bei Chris gar nicht geguckt. Ehrlich, witzig und romantisch. Emily sieht nicht so gut aus. Begrüße die Neuankömmlinge. Ja, Emily war doch Mikes Ex-Freundin. Oh, was war das denn? Jess, hey! Jessica, hierher! Was für Anfälle habt ihr beide denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lasst uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Dann wollen wir mal. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, geht, Chris. Hey, ich habe viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Hey, Chris. Ich tue nur, was Sam mir gezeigt hat. Die privaten Gedanken anderer Leute sind mein persönlicher Spielplatz. Sei nicht so ein Arsch. Meine Güte. Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris. Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Ja, okay, ich habe die Steuerung geändert. Nur mal kurz als Erklärung. Ich würde sagen, wir erklären ihm das. Weil wir sind ja eh mit Mike zusammen. Da ist es ja nicht schlimm, wenn er das jetzt weiß. Mike und Em sind getrennt. Wir sind jetzt zusammen. Wow, Drama. Nicht wirklich. Eigentlich ein sauberer Schnitt. Em ist raus, ich bin drin. Ah. Okay, okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier, ob sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Ich meine, ihr wisst schon, irgendjemand. Aha. Sam? Hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Manchmal vergesse ich, auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Gut, aber ob sie im weiteren Spielverlauf da noch so viel Zeit haben wird, mag ich zu bezweifeln, denn ich glaube, so ruhig wie es jetzt ist, wird es nicht mehr lange sein. Aber in der nächsten Folge werden wir dann auch die anderen Personen vorgestellt bekommen, denke ich mal. Es sind ja, wie viel haben wir denn jetzt? 3 nur, oder? 3? Ja, es fehlen noch 5. Ja, interessant. Bin schon gespannt, wie die so sind. Ich hoffe ihr auch, wenn ihr das Spiel nicht kennt. Ich nehme
an, dass ihr es kennt, oder? Ja gut, wenn nicht, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, das hier bei mir zu schauen. Wenn ihr es auch kennt, ist es eigentlich egal, könnt es trotzdem angucken. Ja gut, dann hoffe ich, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und dass wir uns auch in der nächsten Folge dann wiedersehen zu Until Dawn. Und ja, dann würde ich sagen, bis dahin, macht es gut und ja, ciao. What the hell have you done to them?